Jetzt fangen wir an. So, also mein Name ist Kai Tennemann, ich bin Freelancer und arbeite schon sehr, sehr lange mit Cinema, seit 10 Jahren, war einer der Ersten, der damit schon rumgefummelt hat, bin auch seit der Zeit Beta-Tester gewesen und habe eigentlich mit so einem straighten 3D-Operating-Ding angefangen und in Postproduktion gearbeitet und aber auch relativ schnell herausgefunden, dass mich die gestalterische Seite des Jobs eigentlich noch mehr interessiert. Und so hat sich das eigentlich so langsam hinentwickelt, dass ich mittlerweile dass ich mittlerweile halt eigentlich mehr gebucht werde für gestalterische Geschichten, also die Creation, wie wir so schön sagen, und Direction von Jobs. Also mein offizieller Titel ist halt Director und Designer. So. Es hilft natürlich total, dass ich einen strong 3D-Background habe. Ich kann den ganzen Quatsch, den ich mir ausdenke, auch selber machen. Was besonders in der Anfangsphase ist, wenn man den Kunden teilweise in eine Richtung erstmal überzeugen muss, dann kann ich halt immer sehr schnell und direkt dem... Was ist denn hier? Ist das tatsächlich ein Touch-Tablet? Das ist ja strange. Wie denn? So, und... Ach, dann lass einfach. Ich komme schon klar. Kann ich das jetzt mit der Hand steuern oder was? Egal, kriegen wir schon hin. So, also, genau. Ich mache halt generell 3D. Ich bin 3D-Animator, aber mein Schwerpunkt ist mittlerweile die Gestaltung und die Direction von. Meistens sind es ehrlich gesagt Commercials und so kleine Geschichten halt. Jo. Und diesmal wollte ich über ein Projekt berichten. Das habe ich tatsächlich irgendwie letztes Jahr um diese Zeit gemacht, ist schon ein bisschen älter. Und wie man vielleicht an dem Titelbild sehen kann, es geht um das beliebte Thema Papierfaltung. Es ist halt immer ganz lustig, weil das ist natürlich keine neue Geschichte. Wir haben alle jetzt schon viele schöne Werbespots gesehen, wo sich komplette Papierwelten falten. Das Ganze macht ja dann irgendwie in dieser Motion-Graphic-Szene irgendwann die Runde und kommt wieder zurück durch die Agenturen, die dann plötzlich auch die Idee haben, das jetzt im nächsten Maggi-Werbespot zu benutzen. Und so hatte ich dann auch endlich die Gelegenheit, meinen eigenen Papierfaltfilm zu machen und bin total glücklich darüber gewesen. So, nee, aber tatsächlich ist in diesem Fall ein bisschen anders passiert. Bevor ich anfange, zeige ich euch mal mein Reel. Das sind halt so Arbeiten aus den letzten 2-3 Jahren. Könnt ihr mal gucken, was ich sonst so mache. Und dann müsst ihr euch nicht beschweren, was ich heute für einen Kram zeige. Hey, ich bin's, Mo Tensen, live von den Farbe. So, und das Witzige ist, denkt so ein bisschen an, ihr wundert euch, warum ich jetzt hier reinquatsche. Ich sag's euch, also momentan läuft ja eh nur mein altes Reel ab. Das könnt ihr euch in Originalqualität im Internet angucken. Und es ist nämlich eigentlich was viel Witzigeres passiert. Und ich schlage jetzt mal 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich habe nämlich dieses fantastische neue iPhone 5 und teste jetzt einfach mal die 720p Frontkameraaufnahme. Das ist die Premiere. So, nee, aber tatsächlich ganz witzig ist, ihr habt ja gesehen, ich sitze hier auf so einer komischen Bühne und bin während das Reel abläuft dann irgendwann mit dem Stuhl hinten von der Bühne runtergefallen. So. Und das kriegt man Gott sei Dank nicht mit, da Marcel, der den Vortrag hier mitgeschnitten hat, netterweise, auf die Leinwand fokussiert hat. Aber ihr werdet es hören. Wenn ihr drauf achtet, dann gibt es jetzt gleich ein quiekendes Geräusch von mir. Das bin ich, während ich fliege und falle. Und ihr kriegt ja dann auch danach ein bisschen die Reaktion mit. Aber falls das nicht ganz deutlich wurde, Gott sei Dank wurde es nicht aufgenommen, sonst würde es jetzt schon irgendwo in YouTube rumstehen, wie ich da den Salto rückwärts mache. Sehr merkwürdige Situation. So, das war ich ganz kurz. Wie gesagt, das Reel, was hier eigentlich im Background läuft, könnt ihr auch auf dem Internet angucken. So, ich hoffe, für euch ist der Vortrag ansonsten auch noch ein bisschen nützlich. Ist ja quasi noch ein ganz kleines Add-on zu dem Papiervortrag, Papier-Tutorial, was ich schon mal im Internet gemacht habe. Und ja, wir sehen uns demnächst einmal wieder. Bis dann, Mo Tensen, ich bin raus und ihr hört mich gleich quieken und dann sind wir wieder beim Vortrag. Bis dann. Oh.
auf die Zunge gebissen. Ja, wie ihr seht, ich reich. Das muss man erstmal bringen. Ne? Okay. Und es wird aufgezeichnet. Super. Ich war verdichtet. Ich stehe sonst lieber jetzt. Oh mein Gott. Soll das jetzt heißen, ich bin zu fett oder was? Nein, okay, tut mir leid, das war keine Absicht. Ich hatte gehofft, dass das Reel an sich einen kleinen Beifall ergibt. Und, ja. Oh mein Gott. Mir geht die Pumpe. So, jetzt brauche ich einen Whisky. Ja, so, nee. Okay, so, kommen wir zum Projekt. Wisst ihr, ich habe ja in der Jugend Judo gemacht, deswegen kann ich fantastisch abrollen. Das habe ich eigentlich noch nicht erlebt, sorry. So, wir sind ganz ernst. Das ist eine ernste Geschichte hier. Das soll keinen Spaß machen, das ist 3D- und Motion-Design. Jetzt kommen wir mal alle runter. So, okay. Das Projekt, über das ich reden möchte, war für Ferrero. Und zwar ging es darum, dass Ferrero, so diese 10er-Packung Schokoriegel irgendwas, mit Galileo-CDs gebundelt in die Supermärkte bringen wollte. Und das wollten sie bewerben. So, die Agentur, die dafür verantwortlich war, war die Heimat in Berlin. Und die Produktion hier, die Schönheitsfarm aus Hamburg. Und tatsächlich in diesem Fall ist sehr viel am Vorfeld schon passiert, also sehr viel von den Entscheidungen, die getroffen wurden, wie dieser Film aussehen, sind schon im Vorfeld passiert. Ich musste mir da nicht einen eigenen Film ausdenken, sondern den Job hatte die Schönheitsfarm schon mehr oder weniger gemacht. Das ist der Style, auf den die Agentur gekommen ist. Papier, ne? Und das waren so die Briefings, also es sollte irgendwas mit den CDs und Papier passieren. Die Schönheitsfarm hatte dann quasi schon die Ausarbeitung gemacht und vorgeschlagen, dass direkt auf den CDs, die in den Packungen sind, quasi wie... Jetzt nennt sich das. Ich glaube es echt nicht. Irgendjemand möchte nicht, dass es passiert. Entschuldigung. Auf den CDs, so als ob sich das aus den Labels der CD herausklappt, diese kleinen Welten entstehen, die natürlich einen Connect haben zu dem Inhalt. Und die haben das halt der Agentur vorgeschlagen, die das auch gut fand. Der Look sollte sehr haptisch und realistisch sein und dann gibt es einen Packshot. So, und das ist sozusagen die Ausgangssituation, die dann zu mir gekommen ist. Es war also schon relativ klar, was passieren wird. Was ich sozusagen, als ich die Styles das erste Mal gesehen habe, dachte, was ich nicht so richtig gerne mochte, war, dass die Labels dann hier so ausgeschnitten sind. Ich glaube, der Ton ist jetzt ziemlich schlimm. Dass die Labels so ausgeschnitten sind, das fand ich irgendwie ästhetisch noch nicht so gut und hatte mir schon überlegt, ich würde das noch mehr abstrahieren. Und tatsächlich auch, damit ich nicht die Arbeit habe, wirklich aus dem Ausschnitt was ausklappen zu müssen, sondern einfach nur so generell. Dazu muss man sagen, der Spot ist 10 Sekunden. Das ist eigentlich für ein Commercial sehr, sehr wenig. Und da kann man natürlich auch einfach gewisse Detailarbeit, die man normalerweise in 30 Sekunden machen muss oder so, einfach auch mal ein bisschen zusammendampfen. So, also als erstes kommt Research und Development, wenn man halt so einen Film macht. Hatte ich schon gesagt, dass ich den dann gemacht habe? Ja, ne? Also Schönheitsfarm hat zwar das Konzept soweit vorbereitet, dann aber gemerkt, dass sie die Kapazitäten gar nicht haben und holen dann natürlich einen Freelancer wie mich und sagen, hier kannst du es machen. Und da ich es komplett autark gemacht habe, durfte ich es auch in meinem eigenen Studio machen. Unserem Studio. Ja. Und das war halt ganz angenehm. Da konnte ich wirklich für mich alleine dann rumtüteln. So,
Ich habe auch erstmal in das Internet geguckt, wie sehen dann so papiergefaltete Sachen aus. Mir war schon relativ schnell klar, dass ich tatsächlich kein Origami-Gefalte machen werde, weil ich erstaunlicherweise nicht den Background habe, nicht aus Japan komme. Und dass ich wahrscheinlich eher landen werde bei einer Geschichte, wo sich zwar Papier aufklappt, aber halt nicht wirklich ernsthaft aus einem Quadrat eine Figur entsteht oder so. Also wie gesagt, und bei 10 Sekunden kann man sich auch schon vorstellen, es ist überhaupt nicht viel Zeit für Geklappe. Da muss man eh schon Kompromisse machen. So, aber ich habe mir schon mal die Geschichten so ein bisschen angeguckt, mich inspirieren lassen. Und als nächstes nach der Research kommt das Development. Wie macht man Papier in C4D? Der einzige Unterschied ist, also das ist selbstverständlich nur eine Fläche, die in Triangles unterteilt ist und ein bisschen geknüllt. Der einzige Unterschied, den man noch erkennen kann, ist, ich habe hier schon mal bei diesen ganzen Kanten so einen kleinen Bevel reingefaltet, sage ich mal jetzt mal. In der Hoffnung, dass wenn zwei Polygone aneinander stoßen, ist das ja eine ziemlich harte Kante und dass das dann einen bisschen weicheren Look ergibt. So, jetzt. Meine gebrochene Wirbelsäule meldet sich gerade. So, und damit war ich schon ganz zufrieden. Ich habe auch eine Papiertextur drauf getan. Sah gut aus. Und der nächste Schritt wäre nämlich ein wichtiger Aspekt, der in der Realität halt immer vorkommt. Der Papier zum Beispiel von... Mauspads unterscheidet. Und ich setze mal kurz ab. Ich muss das nämlich mal so demonstrieren. Mauspad, Licht. So, und jetzt bitte nicht erschrecken, das wird jetzt für einige ein bisschen komisch am Anfang. Papier, Licht. Translucent. Das ist meine Hand. So, und das ist einer der Aspekte, die es natürlich, wenn man es richtig machen will, auch gilt, in 3D dann nachzubilden. Dafür gibt es aber tatsächlich in Cinema selber schon seit Jahrzehnten einen wundervollen Shader. Danke. Aber das war doch vorhin nicht so. Habt ihr den Tisch verrückt oder was ist passiert? Du hast jetzt die Aufgabe, ständig zu gucken, dass ich nicht stürze. Nee, okay, das kriegen wir hin. Danke. So, und der einzige Aspekt, den ich also noch geaddet habe, außer einer entsprechenden Bumpmap und einer Textur, ist im Leuchtenkanal des Materials kann man halt den Backlight Shader aktivieren. Ist das besser? Ey. Ja, danke. Kann man den Backlight Shader aktivieren und dann hat man halt genau diesen Transluzenz-Effekt, wie der junge Mann da schon richtig bemerkte. Und das ist eigentlich der letzte Aspekt, der noch nötig ist, um einigermaßen glaubwürdiges Papier in 3D erzeugen zu können. So. So, als nächstes kommt die Animation. Hi. Ist die Stimme auch gebrochen? Es ist alles gebrochen. Ich bin ein gebrochener Mann. Es wäre einfacher, muss ich zugeben. Ich bin echt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich hoffe, man merkt das nicht so dramatisch. Okay, so, als nächstes habe ich geguckt, was kann ich mit Animationen machen, weil ich unheimlich gerne von den Leuten Geld bekomme, aber sehr wenig dafür leisten möchte, versuche ich natürlich den ersten Trick. Und mir ist eingefallen, was könnte ich machen? Wenn sich etwas zusammenfaltet, dann versuchst du auch erstmal mit einer Cloth-Simulation. So, das fällt so in sich zusammen. Und zwar habe ich während die Simulation abläuft, den Stiffness-Wert in der Cloth-Simulation einfach runter animiert. Und allerdings, jetzt fragt ihr euch, warum macht er das? Das bringt ja nichts, da soll was wachsen. Genau, gebaked und rückwärts ablaufen lassen. Zack, voilà, Origami vom Feinsten. Nee, das sah jetzt noch nicht so richtig toll aus, aber es war schon auf dem Weg dahin, wo ich hin wollte. Ich habe jetzt als nächstes einfach das Objekt nochmal ein bisschen auseinandergeschnitten, sodass jetzt lediglich die Seiten zusammenklappen. Und wie ihr das sehen könnt, weil das relativ grob ist, klappen natürlich die oberen Flächen auch gerne mal dann während der Simulation um. Habt ihr es gesehen? Moment, so. So, zack. Und das fand ich, das kommt schon langsam in die Richtung, Papier faltet sich auf, etc. Und ja, da.
bisschen später hatte ich dann das. So. Und damit war ich schon ganz glücklich. Wollt ihr ganz kurz sehen, wie der einzige Hand, ich animiere es auch noch ein bisschen mit der Handtrick ist, den ich dabei gemacht habe? Gut. Ich hoffe, ich verletze mich dabei nicht. Achso, Entschuldigung. Kann mich ja nur durchs Mikro hören, ne? So, Cinema. Wo? Das ist nicht dein Ernst, oder? Da ist bei mir nur noch so ein Notizzettel und so. Okay, so. Und zwar habe ich den simpelsten und ältesten Animationsmodus benutzt, ach du meine Güte. Was? Das war eine super Idee mit dem Grafiktablett. So. Den Cinema eigentlich bietet, und zwar ich verwandle das mal in Polygone, die PLA-Animation. Gibt es jemanden, der nicht so genau weiß, was das ist? Hat sich keiner gemeldet, also wisst ihr es alle. So, PLA-Animation heißt, ich kann einzelne Vertexes, also die Eckpunkte der Objekte, einzeln Keyframe. So, und genau das habe ich gemacht. Stellt euch mal vor, das ist jetzt dieses Dach von dem Auto. Das läuft dann ungefähr so ab, dass ich, Moment, zack, das selektiere und setze ein Keyframe. So, Endzustand. Ich gehe rückwärts in der Zeit. So, mache hier so ein bisschen den. Blabla. Wieder rückwärts in der Zeit, klappen, blabla. Wieder rückwärts in der Zeit, klappen, blabla. Rückwärts in der Zeit. Jetzt mal den hier nehmen, hochnehmen, Keyframe, zack. So, ihr seht, das ist eigentlich wie gute alte Stop-Motion-Technik. Aber ich muss mir hier keinen Algorithmus ausdenken, ich muss hier keine Joins, Verkettungen machen und gar nichts und hab halt auf die Schnelle dieses Geklapper animiert, was ihr gleich sehen werdet. Moment, ja, ich mache es jetzt offensichtlich hier gerade ein bisschen krumm und schief, aber das stört witzigerweise ja nicht, weil es Papier ist und auch mit ein paar Unregelmäßigkeiten leben kann. So. Okay, mit so vielen aber nur auch nicht. So, ihr müsst jetzt mal Auge zudrücken, ne? Das ist hier. Ich meine, ich bin gerade gestürzt und so. Ehrlich jetzt. Eigentlich kann ich nach Hause gehen und keiner dürfte sich beschweren. So. Ich glaube, ich gehe auch gleich nach Hause. So. Okay. Eine Ecke mache ich noch, so, weil es so schön ist. Die Krux an der PLA-Animationsgeschichte ist, das ist nur eine lineare. Die setzen nur lineare Keyframes dabei. Ihr kennt das, wenn ihr normalerweise ein Objekt animiert, im Cinema-Raum Würfel von links nach rechts oder so, da werden die Keyframes gleich mit interpoliert. Das heißt, der läuft weich an und endet weich. Das passiert hier bei PLA nicht. Der macht genau das einfach nur linear. Na komm schon. Na komm. Ja, du. Okay. Ach Gott, ich hoffe, ich muss nicht noch mehr ins Cinema zeigen. So, jetzt gucken wir uns mal die fantastische Animation an. Na, das ist ja wirklich super geworden. Okay, so, das Schöne ist, da ich ja, jetzt fängt es nicht mehr an. Nehme ich doch mal die Maus hier. Ich möchte nämlich den rechten Mausknopf benutzen. Treffen. Ja. Kann mir mal jemand helfen? Wie komme ich an die... Ach, da, Spur. Timeline, danke. So, und stretch das einfach mal ein bisschen zusammen. So, dann geht es halt viel, viel schneller. Gucken wir uns mal an. Zack, 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 zack. Das ist schon schön, sieht aber natürlich total steif aus. So, ein kleiner Trick, den ich jetzt benutze, ist, ich nehme hier aus der MoGraph-Geschichte den fantastischen Delay, aka Verzögerungseffektor, klemme den mal unter mein Objekt und der Witz ist nämlich, was viele gar nicht wissen, man kann auch den nicht nur auf MoGraph-Konstruktionen wirken lassen, sondern auch wirklich einfach auf ein komplettes Objekt, auf die Punkte oder Polygone eines Objektes. Ich stelle mal Punkte ein, ich stelle mal ein, er soll hier ein bisschen federn. Und wenn die Animation jetzt abläuft und wir alle ein bisschen Glück haben, gucken wir mal, zack, zack, zack,
Oh, habt ihr es gesehen? Also diese ganzen Sekundäranimationen, die man eigentlich in der echten Welt erwartet, die macht er mir jetzt einfach der Delay-Effektor und es sieht nicht mehr ganz so steif aus. Den Wert kann ich einstellen, dass es vielleicht auch nicht ganz so floppy ist. So, zack, 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 zack. So, das heißt, ich habe eigentlich zwei Grundtechniken für meinen Film. Ich habe super einfach zu animierendes Ausklappen. Und ich habe für komplexere Objekte dieses reverse Close Simulation. Also ich habe das vielleicht noch nicht mit erwähnt. Die Close Simulation habe ich nämlich gebaked in einzelne Keyframes und die dann einfach umgedreht. Und dadurch läuft sie rückwärts. Relativ simpel. So. Und das war die Basis. Das hat mich halt zu diesem Test gebracht, mit dem ich eigentlich ganz zufrieden war. Und als nächstes geht es jetzt darum, die Welten zu gestalten. Das ist natürlich der lustige Part. Ihr könnt euch vorstellen, das ist im Verhältnis zu einem kompletten Film, den man sonst durchgestalten muss, war es hier ganz klare Aufgabe. Drei kleine Welten. Ich habe mir auch den Inhalt dieser Lern-CDs von Galileo angeguckt und ein bisschen geschaut, was da drin vorkommt. In der CD zu Hause entdecken war zum Beispiel, wie mache ich selber Käse und so. Und das habe ich mir so ein bisschen angeguckt und habe dann angefangen, das halt professionell zu skrippeln. Und ja, wie man sieht, ist dann Hase und okay. Das ist die Welt Natur. Keine 10 Minuten später sieht sie dann so aus. Und genau, das war's. Und der nächste Task war ja, es soll ja trotzdem so wirken, als wenn es sich aus dem Label raus geklappert hätte. Also muss ich natürlich jetzt das Label auch benutzen, um das Ganze zu texturieren. Das sieht dann so aus. Das Label ist halt das hier, um das mal zu sehen, wie das ausschaut. Und ich habe es dann ein bisschen frei interpretiert. Also ich habe nicht einfach stumpf jedes Objekt da, wo steht, auch texturiert mit der Farbigkeit, die das Objekt an der Stelle eigentlich hätte, wäre es da ausgeklappt, sondern so ein bisschen geschaut, dass das Ganze noch eine Ästhetik behält. Und ja, nächste Welt, die heißt draußen erleben. Da habe ich halt eigentlich sämtliche Dinge, die mir so einfallen, die man draußen machen kann, die ich auch selber ständig mache. Segeln, Skaten, Basketball und das da oben, schon wieder vergessen, Paragliding. Hast du schon mal eine gemacht hier? Ihr beide habt Paragliding gemacht? Respekt. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Paragliding. So, keine 10 Minuten später gibt es davon auch eine 3D-Welt. Ich muss dazu sagen, ich habe hier so ganz stolz meine Sketches gezeigt, die normalerweise eigentlich nur für den Lacher gedacht waren, aber der kam nicht. Ihr arbeitet nicht so korrekt mit, ne? Tatsächlich ist es bei mir eher selten. Ich mache es gerne, dass ich mich direkt in 3D hinsetze und anfange, da die Sachen zu gestalten. Dass ich vorher was zeichne oder so, ist bei mir eigentlich die Ausnahme. Da war es einfach so, es war abends, ich war zu Hause, wollte eigentlich gerade ins Bett gehen und der Job lief mir aber schon durch den Kopf und dann habe ich mir schnell ein Blatt Papier geschnappt und aufgemalt, was ich eigentlich ungefähr da drin haben möchte und das dann später in 3D umgesetzt. So, zack, auch nochmal texturiert. Hier kam dann Feedback, ja, wir wollen aber nicht, dass es so urban ist, sondern wirklich mehr draußen. Also wurden die Häuschen gegen Berg ersetzt. Irgendwann kam noch das Feedback, bitte mach mal anstatt Basketball Fußball. Wir sind ja schließlich in Deutschland. Ne? Und ja, und vielleicht eine kleine witzige Episode. Irgendwann rief mich die Producerin von der Schönheitsfarm an, da hatte ich schon diese beiden Welten fertig gemacht und hingeschickt und die meinte, du, wir schreiben gerade die Gegenstände, die in den Welten vorkommen, auf und schicken das irgendjemand in der ganzen Entscheidungspipeline. Und habe ich auch gedacht, okay, es gibt also eine Welt, in der jemand nicht auf dieses Bild gucken kann, sondern sich durchlesen wird, was in diesem Bild vorkommt. Okay. Und aber anyway, also ich saß gerade im Café und hatte ehrlich gesagt die dritte Welt noch nicht angefangen, musste jetzt aber die Liste liefern, was da drin alles vorkommt. Und okay, das ist die Welt zu Hause entdecken, also Hauskulisse, vielleicht ein Tisch, Hocker, ein Globus, ein Käse, wegen Käse machen, Treppe, Briefkasten, dann wurde es mir irgendwann zu blöd. Und dann habe ich noch ein bisschen improvisiert
Und eventuell kommt ein Auto vor, wahrscheinlich eine Puma-Tatze. Und was ganz sicher drin ist, ganz unten die drei Polygone. Und ehrlich gesagt, ich habe es auch mal so ein bisschen gemacht, um zu gucken, wie diese Feedback-Geschichte passiert. Also ob da irgendjemand irgendwann sagt, wo ist denn jetzt die Puma-Tatze? So, zu Hause entdecken, witzigerweise, da habe ich keinen Skrippel für gemacht. Und von dem gibt es auch, also die ganzen Dinger vorher, die sind wirklich ad hoc so entstanden. Also ich habe mich hingesetzt und als ich aufgestanden habe, war diese Welt fertig. Also es hat immer circa einen Tag gedauert. Und diese, wo ich keinen Skrippel gemacht habe, die hat tatsächlich ein bisschen variiert. Da hatte ich erst diese Version und dann war aber Feedback, ja, das Haus soll aber offen sein. Es ist ja zu Hause entdecken und dann habe ich halt so eine Art kleine Puppenstubengeschichte gemacht. Bisschen variiert. Das Ganze gibt es nochmal in Farbe und am Ende sollte aber dann das Auto raus, habe ich mit einem Liegestuhl ersetzt und dann kommt noch ein Baum rein, damit es wieder irgendwie ein bisschen nett aussieht. Und das war es dann auch. So. Achso, und den Packshot, vielleicht ganz witzig, da habe ich wirklich die Industriedaten als PDF bekommen und habe das dann so umgesetzt, dass ich mir wirklich anhand dieser Blaupausen ein flaches Objekt drauf modelliert habe. Also wirklich einfach ein Polygon und ein bisschen so, eigentlich flach. Dann habe ich die Textur drauf geklebt und dann wirklich das Ding wieder zusammengefaltet. So, war, fand ich jetzt die einfachste Möglichkeit, um die korrekten Mappings dazu haben, ohne viel rumschieben zu müssen. So, sieht dann ungefähr so aus. So, hey, sorry. Okay, so, die nächste Geschichte war, das jetzt zu animieren. Und die Technik war eigentlich schon klar, habe ich schon gezeigt, wie es eigentlich im Basic funktioniert. Ich habe jetzt nochmal so ein paar Beispiele hier gezeigt, wie jetzt die einzelnen Sachen wirklich entstehen. Ihr seht das ist jetzt diese Reverse Close Simulation für den Boden. Zack, dann wächst er einfach aus der CD raus. Und was haben wir hier? Achso, vielleicht noch ein bisschen andere Technik. Das ist einfach nur ein, wie heißt denn das Ding? Metaball, genau. Mit drei Kugeln, die einfach über die Zeit skalieren. Und schon hat man da auch etwas, was so ein bisschen vor sich hin wächst. Das ist ein Baum. Ihr könnt mal bitte auf die Äste achten. Das ist genau das, was ich eben mit dieser Fläche gezeigt habe. Die habe ich einfach so Stück für Stück aufklappen lassen. Das Ganze in sich noch ein bisschen gescaled. Man muss natürlich dazu sagen, wie gesagt, es passiert alles sehr, sehr schnell. Da meldet sich einer. Moment. Nein, in Cinema natürlich. Also wirklich PLA-Animation und dann die Keyframes. Also die Cloth-Simulation habe ich in eine PLA-Animation verwandelt und dann die Keyframes gespiegelt, genau. Das geht so. Das muss man jetzt keine Keyframes machen. Ja. Und das Gute ist auch, man kann die auch noch tweaken. Ne? Du hast ja jetzt für jeden einzelnen Frame Keyframe und wenn eine Ecke da ein bisschen ausreißt, gehst du an die Zeit, ziehst, zupft das Mesh nochmal richtig. Machst wieder, merkt ihr die PLA, also setzt Keyframe. Und das ist eine super easy, ich kümmere mich überhaupt um sonst nichts und mache das einfach nur Technik, wie du halt diese Reverse-Animationen dann benutzen kannst. Also war relativ einfach. So, hier Kolibri, zack, der ist tatsächlich intern noch dann mit bisschen Zeug versehen, dass er wackeln kann. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, zeige ich gerne noch in Cinema so ein bisschen davon. Achso, auf jeder Welt sollte es auch noch so einen Hinweis auf Galileo geben. Und zwar auf jeder CD ist auch noch so eine Wissensdatabase und ein Quiz und Fernsehspots. Hier habe ich mal das Aufklappen eines Hauses extra für euch ganz langsam gemacht. In Wahrheit ist das irgendwie dreimal so schnell, damit man das sehen kann. Und wie ihr seht, ist da auch eigentlich sehr viel Sachen, die nur so tun, als ob. Und tatsächlich die Seitenwände und so, das klappt sich alles auf. Und der ganze Kram in der Mitte, der wird eigentlich teilweise nur mit Effektoren und Deformern so ein bisschen erzeugt. Aber der Gesamteindruck später im Film, werdet ihr hoffentlich sehen, haut eigentlich hin, dass man denkt, oh Mann, hier ist alles gerade entstanden und entfaltet. Und deswegen habe ich es jetzt mal in der Slow-Mo. Denn am Ende des Tages, naja, der Berg, ne? Also hier ganz klassisch wieder, Cloth-Animation rückwärts und da wächst ein Berg. So. Und hier wächst
ein Basketballspieler. Und wie gesagt, der Ball, der da fliegt, ist dann auch tatsächlich eine Dynamic-Simulation. Da habe ich echt lieber stundenlang rumprobiert, bis ich den ins Loch getroffen habe, als da 3 Keyframes zu setzen. Und so ist das alles peu à peu entstanden. Wie gesagt, ich habe es eigentlich sehr, sehr linear. Ich habe mir für die Animation von jeder Welt halt irgendwie einen langen Tag, nenne ich immer, so 12 Stunden und hatte dann immer alles durch. Das war ganz nett. Das ging ganz schnell, weil die Welt war auch schon fertig. Ich musste nur immer peu à peu, jetzt hier das Blatt, der Baum, zack, 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 ging sehr schnell. Und was ich gemacht hatte, um jetzt mal am Ende zu sehen, wie das komplette Wachstum einer Welt aussieht und wie das generelle Timing aussieht, denn 10 Sekunden Commercial, ihr erinnert euch, das heißt 3 Sekunden alleine für den Packshot, der ist ja wichtig, das ist ja das Produkt, was beworben wird, und dann nur noch 7 Sekunden pro Welt. Das heißt, ich habe 65 Frames, also 2,3 Sekunden für eine einzige Welt. So. Und um jetzt überhaupt mal das generelle Timing zu erfahren, habe ich das halt einfach hintereinander geschnitten, um mir das anzugucken. Also Welt 1, Welt 2, Welt 3, Packshot, Film vorbei. So, und was ich aber daran gemerkt habe, ist, weil der ursprüngliche Plan ist, dass wir halt einen Film machen, wie man das so kennt. Man fängt mit einem Close-up an, Dinge entwickeln sich, dann gibt es eine dramaturgische Steigerung, wir sehen die ganze Welt und so. Aber ich habe gemerkt, Mensch, wir haben nur 2 und ein Tüdel Sekunden für eine Welt. Das ist wirklich wenig Zeit, das zu erzählen. Und mir gefällt ehrlich gesagt die Variante, dass ich sehen kann, wie sich jede Welt aufbaut. Habe ich also mit den Jungs von der Schönheitsfarm gesprochen und meinte hier, das wäre jetzt eigentlich so mein Vorschlag. Die meinten, ja, aber mach auch nochmal bitte die Version so, wie wir sie vorhatten. Und das heißt, am Ende gab es jetzt erstmal 2 Animatics. Den einzigen Schritt, den ich jetzt noch gemacht habe im Verhältnis zu dieser ersten Dummy-Animation, ist, dass ich versucht habe, die Welten ein bisschen zu verbinden. Also sie blenden jetzt nicht ein und klappen aus, sondern ich gucke es euch an. So. Ich schwebe einfach mit der Kamera von Welt zu Welt. So eine Geschichte wie den Kolibri kann man halt gut benutzen. Der nimmt einen so ein bisschen mit und am Ende des Tages sehen wir von allen Welten dadurch einfach ein bisschen länger als die 2 Sekunden, weil sie verschwinden noch nach hinten und man ahnt sie noch ein bisschen. Und das war's schon. So. So, und dann habe ich aber nochmal die alternative Version gemacht, die halt filmisch herangeht. Mit Close-ups arbeitet etc. Wo ich aber das Gefühl hatte, dass es für den Zuschauer innerhalb dieser kurzen Zeit wirklich deutlich schlechter zu erfassen ist, was da gerade passiert. Also wir werden da reingeworfen, wir sind close in irgendwas drin, wir kriegen aber keine große Erklärung, dass es sich langsam erzählt, sondern sind dann schon im nächsten Close-in-Shot. War nicht so mein Favorit. Wir haben der Agentur beides gezeigt und die hat sich dann tatsächlich für die Welten hintereinander Variante entschieden. Ja, und dann wurde das Ganze halt immer noch ein bisschen verfeinert. Dann kamen da noch so Label rein, wie ihr sehen könnt, draußen aktiv, also die das zeigen. Der Flug an sich wurde natürlich immer noch ein bisschen getweakt und bearbeitet. Der Packshot hat sich über die Zeit noch geändert. Und hier ist halt ein nettes Feature, was damals mit der 13er noch neu war. Ihr könnt sehen, dass alles so ein bisschen grisselig ist. Das ist halt der Physical Renderer, den ich damals dann natürlich auch dankbar benutzt habe, weil er halt diese tollen Tiefe und Schärfen und Motion Blur vor allen Dingen macht. Und das Schöne daran ist halt, man kann den halt von den Sample-Werten extrem runterschalten, rendert dann sehr schnell alles durch, hat schon ein sehr konkretes Feedback über die ganze Beleuchtungssituation der Szene und die Animation, kann schon eigentlich alles sehen, wie es im richtigen Film ist, es rendert aber einfach schnell. So, und wenn das alles abgefrühstückt ist und der Kunde sagt, yo, das gefällt mir, dann sagt man, jetzt lege ich nur noch den Sample-Wert hoch. So, dann dauert es nochmal ein bisschen länger beim Rendern. Und das mag ich halt sehr gerne, deswegen benutze ich auch den physikalischen Render sehr gerne. Nicht nur, weil er diese tollen neuen Optionen hat, sondern weil es auch echt ein schönes Workflow-Ding ist. So, dann war noch als letztes, das sind halt auch so Geschichten, die natürlich nicht so auffallen, wenn man den fertigen Film irgendwann sieht. Ich habe natürlich jetzt 3 verschiedene CDs, die alle sehr unterschiedliche Farben haben auf ihren Texturen. Und
muss jetzt natürlich noch ein bisschen gucken, was macht man jetzt für einen Hintergrund, um die alle miteinander zu verbinden. Und sowas testet man dann halt unterwegs auch aus. Und ja, das waren dann einfach so Vorschläge, die ich zwischendurch gemacht habe. Halt so ein helles Blau, leicht Indigo. Das Ganze schwebt dann so ein bisschen im Himmel. Und damit ist die ganze Sache dann auch schon fast durch gewesen. Das finale Compositing ist dann wieder in der Farm passiert, damit die Möglichkeiten haben, zusammen mit der Agentur und Kundenfeedback, was durchaus ein etwas längerer Prozess sein kann, an allen Farben und so noch rumzudrehen. Also die ganzen fertigen Layer ab dem Level habe ich dann wieder zurückgegeben in die Schönheitsfarm und die haben da dann noch an den Farben gedreht. Und achso, zwischendurch wurde noch ein ganz neuer Packshot angefordert. Und jetzt können wir uns eigentlich mal den finalen Film angucken, wenn ihr möchtet. Ja, möchte keiner. Achso, Ton. Mit Galileo entdecken. Eine von drei exklusiven Wissens-CDs gratis in jeder Aktionspackung von Milchschnitte und Kinderpingui. Ja, kurz. Kleinen Moment, einen Addern habe ich noch. Wir gucken sie nochmal an, um auch die schöne Tonspur zu genießen. Jetzt spannende Alltagsgeheimnisse mit Galileo entdecken. Eine von drei exklusiven Wissens-CDs gratis in jeder Aktionspackung von Milchschnitte und Kinderpingui. Was ich ganz nett finde, ist, was man vielleicht jetzt ganz subtil merkt, sie haben ja auch so ein bisschen, also das Sounddesign ist dann auch in der Farm entstanden. Und sie haben halt auch so ein bisschen manchmal Knittergeräusche und so reingemacht. Und das finde ich ganz, ganz niedlich. So, das unterstützt es natürlich noch. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Jetzt spannende Alltagsgeheimnisse mit Galileo entdecken. Eine von drei exklusiven Wissens-CDs gratis in jeder Aktionspackung von Milchschnitte und Kinderpingui. So, ich glaube, der Spot ist halt dann vor einem Dreivierteljahr gelaufen. Also hat ihn zufällig jemand gesehen im Fernsehen? Einer. Na, dann habe ich mein Leben ja nicht verschwendet. So, und was ich noch gemacht hatte, wie gesagt, ich bin natürlich auch ein Fan davon, solche Sachen wunderschön zu inszenieren. Aber das fand ich war halt in der Geschichte, um auch zu kommunizieren, was zu kommunizieren, war halt dann nicht mehr so praktikabel. Ich habe später einfach mal aus Spaß die Texturen runtergenommen und einige der Animationen mal ein bisschen im Close-Up mit schönen Physical Renderer. Ja, Glenn? Doch, das sind 600 fette Megabyte auf einer CD. Alt. Wow. Du, keine Ahnung, ja, hat gereicht. Also da waren halt, wie gesagt, ich glaube, das ist eine Daten-CD. Mit Filmen, die man sich dann am Computer angucken kann. So MPEGs wahrscheinlich. Ja, was soll denn das jetzt? Was willst du denn? Der Glenn, ne? Der hat mir diese Z-Achsen-Geschichte übel genommen. Ja, das sind CDs. Herrgott, was willst du da? Es ist halt, ey, wie mache ich Käse? 50 Megabyte File. So. Genau, es ist auch maximal rückwärtskompatibel. Passt schon. Und ja, und es ist natürlich eine große Freude, wenn man dann irgendwann mal selber im Supermarkt steht und eigentlich versucht, an der Theke mit Kinderschokolade vorbeizurennen. Ja, ihr wisst, was los ist, wenn man so anfängt, Stühle zu zerknicken, dann wird es komisch. Und sieht dann trotzdem so, warte mal, und sieht dann genau die Packung. Und das Verrückte ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man einen Job macht zu einem bestimmten Produkt, dann kennt man das ja unwahrscheinlich genau plötzlich, weil man das echt einfach mal einen Tag lang so ganz viel von allen Seiten gesehen hat. Ich habe mal einen Spot für ein Auto gemacht, für ein Ford-Auto. Jetzt habe ich den Namen vergessen, aber damals wusste ich es noch. Und es war echt verrückt. Ich bin dann durch die Stadt gegangen und habe immer, hey, das ist ein Ford Kuga, ja. Ja, genau, und das fand ich echt verrückt. Oder andere Details, wenn man einen Job für etwas macht, dann sieht man die so ganz deutlich plötzlich aus seiner normalen Welt rausstechen. Das finde ich immer ganz lustig. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Genau dieselben Animationen. Hälfte des Speeds könnte auch so aussehen. Mehr habe ich nicht gemacht. Hätte auch funktioniert, ne? Ist.
So, ich bin jetzt diesmal ganz schön durchgeschleudert. Haben wir noch Zeit? Soll ich noch? 15? Ja, dann können wir noch Fragen beantworten oder ich zeige euch noch was in 3D. Na, wenn wir mal ehrlich sind, ich habe es in echt im Papier gemacht und gefilmt. Wie meinst du ein echter Schatten? Also mir ist aufgefallen, dass beim Packshot, wenn er unten auf dem Boden ist, überhaupt kein Schatten dran ist. Ah, da. Ja, das ist ja auch die OpenGL. Nee, in der finalen Version. Echt jetzt? Gucken wir mal. Das ist, naja. Du, das ist relativ subtil, aber da, du würdest es merken, wenn da keine Amido-Klusen-Schicht ist. Auf jeden Fall, ja. Also alles, was da ist, regle ich auch rein und benutze es, klar. Macht ja am Ende des Tages die ganzen Details minimal besser. Wobei ich auch sagen muss, irgendwann an dem Punkt des Jobs habe ich ja jemanden die Layer gegeben. Und es kann sein, dass der auch einfach mal ein Amino-Klusion nicht mit reingemacht hat, aber wenn ich ehrlich sein soll, ich sehe es hier. Also es ist extrem subtil und deswegen gut. Es gibt nichts Schlimmeres als Amino-Klusion, das aussieht, als wenn jemand mit einem schwarzen Filzstift dann irgendwie die ganzen Kanten bemalt hätte. Ich sehe es. Und mir gefällt es. Nee. Ja, so, next. Ja, dann frage ich mich, ach Glenn. Die Tatze habt ihr nicht gesehen. Ja, die habe ich hier in der Tasche. Nee, die Tatze, das ist nämlich das Schöne, die Tatze, die wollte ich euch jetzt mal live machen. Nee, das war, wie gesagt, das war in dem Moment war halt die Situation einfach so ein bisschen grotesk. Dass die Vorstellung, dass jemand da sitzt und nur anhand von Schrift Bilder bewertet, war halt einfach ungewöhnlich. Und da habe ich mir dann mal den Scherz erlaubt. So, und jetzt aber der Glenn, der hat eine Frage. Ja, jetzt kommt doch wieder raus, dass ich das alles nur von Leuten machen lasse. Meine Güte. Achso, ja, jetzt wollte ich schon mit dem... Nee, der Kolibri ist tatsächlich, witzigerweise, den habe ich mir einfach aus einem älteren Projekt von mir geborgt. Also den habe ich schon mal gemacht vor... Oh Gott, das war in 2008. Und wie bei einigen anderen Objekten, ich muss das mal kurz suchen, kleinen Moment. Papiervortrag, Szenen, Kolibri, sieht das jemand? Fünfte Stelle von oben. Kolibri, danke. Pass auf, der fantastischste Trick, den ich da eigentlich mache, seht ihr dieses Ding hier? Das ist nämlich mein Cinema-Standard-Verschwindetrick, den zeige ich euch jetzt mal. Wenn ich irgendwas aus dem Nichts entstehen lassen muss, dann habe ich rausgefunden, dass ich wieder nicht arbeiten muss dafür, weil es einen Trick gibt. Moment. So, das ist ja so ein Stauchen-Effekt. Deformer. So. Und wenn ich den so runterziehe, ist das weg. Ja. Das war's. Und wenn ich den wieder hochziehe, ich habe ihn jetzt mal umgedreht, dann... Achso, nee, so macht es ja gar keinen Sinn. Ne? Nee, Moment, war schon richtig. So, und ihr stellt euch vor, das ist der Boden der CD und hey, hier ist ein Objekt entstanden. Zack. Und tatsächlich 50% der Sachen, die da drin sind, sind so. Und man kriegt das aber nicht mit, weil ich halt dafür gesorgt habe, dass das wirklich nur Dinge sind, die eher sekundär sind und die Hauptobjekte sich wirklich klappen. Das ist am Ende des Tages halt auch der Trick. Ne? Wenn ihr ein Projekt habt mit einem bestimmten Timing und möchtet in der Zeit bleiben, geht es halt auch darum zu wissen, wo beschäftigt man sich mit Details und wo eher nicht. Also wo ist es gar nicht nötig, weil es in einer kurzen Zeit nur zu sehen sein wird oder ganz hinten steht und wirklich sekundär ist. So, und der Kolibri an sich kann ich jetzt nochmal schnell zeigen. Das ist halt ein relativ simples Mesh.
zack, zack, so. Ich hatte hier damals ein, ich nenne es mal jetzt trotzdem mutig, Rig gemacht, was eigentlich nur aus drei Splines besteht, die diese Phasen haben und die per, ich weiß nicht mal mehr, wie der Deformer heißt, Spline-Deformer, auf die Flügel des Kolibris übertragen werden, und zwar mithilfe dieser Vertex-Maps. Also ich sage dem Spline-Deformer, wirke bitte auf die Flügel, mithilfe der Vertex-Maps sage ich, wirke bitte nur auf die Flügel und nicht auf den Körper. Und die Splines, die kann ich hier, genau, da sage ich, das ist das Original, das ist das Zielobjekt, und dann muss ich das einfach nur in der Zeit animieren, dann verformt sich das Spline zum Ziel-Spline. Und jetzt achtet mal auf meine Hände, wenn ich das schnell hintereinander mehrmals mache. So, und das ist der ganze Kolibri. Und das Schöne ist, das Mesh liegt aber eigentlich hier so lose drin. Da könnte ich jetzt auch einen anderen Kolibri reinschmeißen, der halt high-detailed ist. Und der würde immer noch dieselbe Animation machen. Und ja, das war's schon. Und da es auch sehr schnell geht, wirkt er halt im finalen Film ganz, ganz flockig. Und fledert sich da ein. Bist du zufrieden, Glenn? Also wie gesagt, der eigentliche Trick, den dieser Kolibri zeigen sollte, ist der Verschwindetrick, weil der ist wirklich super. Ja. Und falls das Leute vorhin noch nicht mitbekommen haben, was ich halt auch gezeigt hatte, hier so mal aus der Trickkiste, ne? Sämtliche MoGraph-Effektoren, wie gesagt, wirken auch direkt auf Objekte und Polygongruppen, und das vergisst man auch oft. Ihr könnt auch ein Zufalls Objekt nehmen. Und das habe ich zum Beispiel viel benutzt, um einfach Objekte so ein bisschen zu zerknittern, wie es ja bei Papier ist. Die sind ja meistens nicht glatt. Und habe einfach gesagt, hier mach einen Zufallseffektor, der wirkt auf die Punkte des Objektes, vielleicht nicht ganz so stark, zack, 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 und habe dann ein zerknittertes Objekt. Jetzt muss ich noch das Fong-Tag, nee, nicht wegschmeißen, nur runterziehen. Moment. Genau. So. Und damit habe ich eine Struktur, die halt auf den flüchtigen Blick schon mal mehr an Papier erinnert. Und das Gute ist, wenn jetzt zum Beispiel der Kunde sagen würde, nee, das ist zu zerknittert alles, das soll glatter, dann kann man halt hier sagen, glatter. So, glatter. Und hat nicht ein fertiges Objekt, was man dann wieder ummodellieren müsste oder so. Das mache ich halt ganz gerne, dass ich, wenn ich solche Geschichten brauche, einfach so einen Deformer raufhau. Man bleibt flexibel, kann auf Kundenwünsche reagieren und ja, hat halt trotzdem die Funktionalität, die man braucht. Normalerweise müsste man das reinmodellieren. Ja. Gibt es noch eine Frage? Entschuldigung. Jetzt, kleinen Moment, stopp. Ich kann Sie schlecht hören. Wir müssen es nacheinander machen. Machen Sie mal bitte zuerst, der Kollege wartet einen Moment, jetzt nochmal. Ja, das kann man. Also ich kann es zumindest, ich mache den Job ja schon lange, und das ist ja auch am Ende das, worum es geht. Ich kann sagen, ich kann das in einem, also konkret gab es hier für fast einen Monat, fast einen ganzen, und das ist halt der Trick, ne? Da passe ich halt die Sachen, die ich animiere, die ich mache, die passe ich halt auch dem Timing an. Und das kann ich selbstverständlich, ich kann den Film auch in zwei Wochen machen oder in einer, dann wird er eventuell nicht ganz so detailliert. Aber das kann man halt skalieren und anpassen. Das bringt natürlich dann irgendwann die Erfahrung mit sich, dass man, was man da rein investiert an Aufwand, dass das halt in der Zeit einfach Sinn macht. Und für diesen Spot gab es konkret einen Monat, was ehrlich gesagt für einen 10-Sekunden-Spot einfach mal utopisch viel Zeit ist. Und tatsächlich war die eigentliche Basic-Arbeit, also das Bauen der Welten, diese drei kleinen Welten, drei Welten, drei Tage, animieren, nochmal drei Tage. Ich hatte eigentlich grob nach einer Woche alles fertig, und dann der Rest war jetzt wirklich nur noch Getwiege und Reaktionen von Kunden, Änderungen und nochmal Rendern, neuer Packshot und so. Der hat dann den Rest der Zeit gefressen. Der Core des Films ging eigentlich unheimlich schnell. Dankeschön. Das ist unterschiedlich. Also tatsächlich sitze ich ja nicht zu Hause und mache das, sondern wir haben ja ein fantastisches Studio.
Nee, wir haben tatsächlich ein Studio. Also ich teile mir ein schönes, großes Büro mit vier anderen Jungs. Wir agieren auch oft so als Kreativgemeinschaft. Und das bringt natürlich mit sich, dass jeder einen Rechner hat. Das heißt, wir haben schon mal 5 Rechner. Mittlerweile haben wir 8 da insgesamt rumstehen. Und tatsächlich so eine kleinen Jobs, die schmeißen wir da ganz locker auf unsere hausinterne Farm. Das geht sich gut aus. Tatsächlich habe ich mittlerweile gemerkt, also ich arbeite öfters dann auch für größere Postproduktionen oder so, die haben eine eigene Renderfarm. Und was ich aber auch gemerkt habe, ist, mit unserer kleinen Renderfarm kann ich solche Geschichten, auch wenn es komplexer wird, durchrendern in so einem Halbfertig-Modus. Dann sehe ich morgens, wie es aussieht. Und wenn es dann wirklich eng wird, sage ich in Cinema, zick, zack, zack, schick das mal zu Rebus, kostet 100 Euro, danke. Das ist eigentlich mittlerweile ein ganz guter Workflow, den ich rausgefunden habe. Also wenn es wirklich eng wird mit Renderzeiten, wenn wir nicht auskommen, dann klicke ich das fix zu Rebus, habe es dann in 2 Stunden in Full HD mit allen Details. Das geht eigentlich ganz gut aus. Also so die Geschichte, dass man eigentlich immer selber eine Renderfarm braucht oder so, das passiert tatsächlich nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich mache ja oft sehr abstrakte Sachen, hat man vielleicht im Reel gesehen. Und ich komme auch noch so aus der alten Schule. Ich versuche die Szenen immer sehr auf Renderzeit zu optimieren. Also wenn ich habe, was auch immer, ich mache dann auch den Kompromiss. Ne? Wenn ich merke, hey, das rendert jetzt eine Stunde, dann fasse ich das nochmal an, dass es dann halt bitte nur 10 Minuten rendert. So. Und dann mache ich ein paar kleine Abstriche bei der Optik, wenn die Zeit halt nicht da ist. Also das skaliere ich dann auch, genauso wie die Animations- oder Detailverliebtheit. Passiert dann mit dem Job. Und im Zweifelsfall sagt man, das kann ich erledigen, aber wenn ihr partout 28.000 Glaswürfel haben wollt, das kann ich hier nicht mehr rendern, das kostet euch dann Renderzeit. Oh. Noch eine Frage? Wie es meinem Rücken geht? Wie geht es deinem Rücken? Eigentlich wie immer. Gut. Ja, vielen, vielen Dank, Kai.